Winterfest Fortnite Update hat die wunderschöne Weihnachtshütte reingebracht. Oh, und vielleicht habt ihr schon euer erstes Geschenk geöffnet. Heute sollte das zweite Geschenk reinkommen. Falls ihr dieses Video später guckt, habt ihr vielleicht schon drei. Jeden Tag 15 Uhr ein neues Geschenk. Und damit ihr beim Geschenke öffnen nicht die nächste Pleite kriegt, irgendwie ein Banner oder sowas, ne? Erzähle ich euch mal jetzt einfach für Geschenk, wo die Sachen drin sind, wo der Gratis-Skin versteckt ist und so weiter. Natürlich Spoiler, wenn ihr nicht wissen wollt, wo das drin ist. Deswegen packe ich das als eigenes Video nochmal rein, damit die Leute, die es unbedingt wissen wollen, und das sind sehr viele, haben überall in den Kommentaren gefragt. Ich habe es ja auch schon in einem anderen Video reingepackt, aber wie so oft ist, die Leute klicken vielleicht nur auf so ein Video, weil die nur sowas wissen wollen. Kurz natürlich nochmal Dankeschön, Leute. Wir sind immer noch im Sabaton-Stream mit 313 Stunden. Haben wir hier auch die 300er Marke geknackt. 10 Stunden sind immer noch auf dem Tacho. Wenn wir Glück haben, oder was heißt Glück oder Unglück, wird es der letzte Tag sein oder vorletzte vielleicht. Je nachdem, vielleicht eskaliert der Timer wieder, so wie letztes Mal, wo wir 1000 Abonnenten bekommen haben. Dann sind dann wieder tausende von Stunden draufgeflogen gefühlt. Seitdem läuft das wieder ja fast eine ganze Woche. Aber insaner Support, dass wir schon seit fast 14 Tagen jetzt live sind. Ne? Sind bald 14 Tage am Donnerstag und das ist insane. Das ist mega krass, also haut ein Like rein, Leute, wenn ihr mich da nochmal auch auf YouTube supporten wollt. YouTube, wenn ihr das Video natürlich seht, nach dem Video auch gerne wieder in den Livestream reinkommen und solltet ihr auf jeden Fall dabei sein, wenn das hier, seht ihr halt die Fresse. Wenn ihr dabei sein wollt, wenn dieser Stream so langsam dem Ende untergeht, vielleicht gibt es wieder eine krasse Eskalation. So, fangen wir mal mit diesem großen gelben Geschenk oben links an. Hier ein Video von EverydayFN, der das Ganze eben auf einem Private Server schon mal geöffnet hat, damit ihr wisst, wie das Ganze geht. In dem großen oben linken findet ihr einen Recolor von dem Standardgleiter, ne? So, dann das große rote auf der rechten Seite. Einmal erstmal schütteln. Man muss immer schütteln. Ein Geschenk sollte man immer schütteln, Leute. Finden wir eine Waffenlackierung. Es ist zwar nice, ist eine hübsche Waffenlackierung, aber ich finde Waffenlackierung wirklich bis zum Schluss übrig lassen und so weiter, ne, weil wir sind Crap. Da hatte ich den Emote drin, ne, das habe ich ja gestern auch im Video gehabt. Da ist der Emote drin mit dem Rentier. Tada, Süßigkeiten für alle. Schreibt mal rein, vielleicht habt ihr schon euer zweites Geschenk geöffnet oder drittes. Was habt ihr so als zweites Geschenk bekommen? Auch wenn ihr wisst, was wo drin ist, ne. Jetzt das große mittlere linke gelbe Geschenk. Dort ist die Spitzhacke drin mit dem Nussknacker drauf. Die ist cool. Hat auch einen Schlageffekt, ne? Da sind sogar diese Schultergardinen drauf, nenne ich die mal, ne? So, das kleine silberne Paket beinhaltet dann tatsächlich, glaube ich, das Spray, wenn ich mich nicht täusche, war das? Ja, das Spray mit, hier, Weihnachtsfluff, einem bemalten Sergeant Winter und bemalten Snowmando. Ne, ist da drin, also ein kleines Spray-Package. Das blaue hat, glaube ich, auch was Interessantes drin. So, machen wir mal auf. Machen wir auf, das gute Ding. Hopp. Ah ja, der Emoji. Würde ich auch zum Schluss. Ich würde auch komplett bis zum Schluss lassen, bevor man sowas öffnet, ne? Das ist auf jeden Fall Käse. Der Gratis-Skin. Hier ist das Musikpaket drin, ist, denke ich mal, easy, ne? Ist das Doom-Musikpaket. Der Gratis-Skin ist in diesem großen grünen Geschenk. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr den öffnen könnt, das ist ganz einfach. Super einfach. Noch nie war es einfacher, diesen Geschenk-Skin zu kriegen. Und zwar wartet ihr bis zum 24. Dort werdet ihr das große grüne Geschenk hier öffnen. Steht auch da, wenn man das versucht zu öffnen. So, das große linke, beziehungsweise auf der rechten Seite, das große lilane Geschenk beherbergt einen Gleiter mit einer kleinen Geschenkbox. Der ist auch süß animiert, ne? Erinnert mich ein bisschen an Cuphead, muss ich sagen. Da ist genau daneben das große silberne Geschenk. Und kriegen wir das Backbling in der silbernen Variante. Eine blaue Variante kriegt ihr ja, wenn ihr Fortnite Crew-Mitglied seid. Dann kriegt ihr auch nochmal einen blauen Backbling. 1:1 der gleiche, nur blauer Look. Ne, aber für Fortnite Crew-Mitglieder exklusiv. Das mittlere lilane Geschenk auf der rechten Seite. Aufmachen. Ich glaube, da war auch ein Spray drin oder eine Waffenlackierung. Ah ne, mit zwei Musikpakete.
Einmal ein Weihnachtspaket und einmal die Fractured Melodie. Das war die Melodie, die wir beim Live-Event gehört haben. Auf der rechten Seite das mittlere rote Paket macht. Upp. Tada. Eine Waffenlackierung. Also die roten Pakete sowohl auf der linken als auch rechten Seite würde ich bis zum Schluss lassen, weil ich glaube, die Waffenlackierungen sind nicht so cool. Das kleine blaue Paket, das auf dem Fass auf dem Boden liegt oder sowas. Katsching. Haben wir einmal ein Falleffekt mit ein paar Geschenken und Weihnachtsbäumen. Ne, weil viele gefragt haben, ey, es sind nur 13 Geschenke. Ich habe alles gezählt, ne, wie das Harry Potter King. Ja, letztes Mal hatten wir 14. Heute haben wir nur 13 Geschenke. Epic Games, ihr seid geil, geil. Ne? Aber die Geschenke sind größer. Weil viele tatsächlich das 14. Geschenk auf dem Boden nicht mitzählen. Ne? Der klammert das ja hier gerade fest und du kriegst ihn ja nicht aufgeweckt. Und auch der wird tatsächlich am 24. dann wahrscheinlich aktiv sein. Oder ein, zwei Tage später. Und dann könnt ihr Gaff aufwecken. Es gibt gerade wieder ein paar Glitches natürlich, wie man den gratis diesen Skin früher kriegen kann. Ich würde es nicht empfehlen. Ja, wie so oft, wenn Epic einen schlechten Tag hat und sagt, hey, wer jetzt das Ganze zu früh anlockt oder sowas, den jeden wir weg. Würde ich nicht riskieren, kann vielleicht passieren, wenn die richtig, richtig hier dicke Eier haben oder richtig schlechte Laune, weil gerade alle wieder am Rummeckern sind oder was auch immer. Ich würde es nicht riskieren, es gibt Methoden, wie man den jetzt schon ein bisschen früher kriegt. Ich würde einfach warten und einfach ganz normal nach und nach die Geschenke öffnen. Und jetzt wisst ihr, wo welches Geschenk sich befindet. Sammelt euch noch ein bisschen XP am Knisterfeuer, geht da heran und klickt auf das rechte Video, um euch nochmal ein paar weitere Gratis-Geschenke zu ergattern, die ihr nicht hier in der Hütte seht, die ihr nicht in den Aufgabenmenü seht, die Epic einfach nur auf irgendeiner Seite angekündigt hat. Checkt das Video aus, da gibt es nochmal ein paar Geschenke und wie ihr 500 V-Bucks gratis bekommt. Hört sich doch gut an, oder? Ansonsten Like-Button, wenn ihr euch auf die Weihnachtsstimmung freut. Abo-Button und Glocke, würde mich freuen, wenn ihr nichts verpassen wollt. Uns fehlen, glaube ich, 100 oder sowas für den nächsten 1000er-Schritt. Und gebt mir Flosse. Flop!